Gestern bildete sich ein gewaltiger Tornado-Rüssel vor der Amalfiküste nahe Salerno in Süditalien. Anwohner filmten den beeindruckenden Wirbelsturm, wie er vom Meer direkt an die beliebte Urlaubsküste und in die angrenzenden Berge zog. Meteorologisch betrachtet war dies eine große Wasserhose, ein Tornado über Wasser. Diese bilden sich häufig im Herbst, wenn die Meeresoberfläche noch warm ist, während die relativ kühle Luft darüber für eine große Temperaturdifferenz sorgt. So bilden sich dann kräftige Schauer, Gewitter, manchmal eben auch kleinere Tornados, die küstennah auch für entsprechende Schäden sorgen und für Boote und Menschen gefährlich sein können.